Ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play hier bei den Spielkindern mit mir, Dennis. Schön, dass ihr dabei seid. Wir spielen jetzt hier Chorus geschrieben. Das ist ein Actionspiel im Weltall. Bisschen wie Everspace, bisschen wie Freelancer oder Freespace oder Darkstar One oder ähnliche Spiele. Zumindest, soweit ich das in der Vorberichterstattung mitbekommen habe, dürfte das in die Richtung gehen. Das stammt vom deutschen Studio Fish Labs aus, ich glaube, aus Hamburg. Dementsprechend sympathisch ist mir das Ganze jetzt schon. Ich spiele unheimlich gern deutsche Spiele schon alleine, um die deutschen Entwickler zu unterstützen. Da bin ich tatsächlich ein bisschen lokalpatriotisch. Natürlich spiele ich da keinen Müll. Ich gucke natürlich trotzdem, ob mir die Spiele gefallen. Aber gerade in den letzten Jahren gab es da ja doch, wie gesagt, Everspace oder jetzt eben Chorus. Und natürlich auch Strategiespiele wie Iron Harvest oder Shadow Tactics, Desperados 3. Also da gab es ja dann doch einige coole deutsche Spiele, wo sich das gelohnt hat. Und auch hier wieder bin ich deswegen schon alleine ein bisschen aufmerksamer gewesen im Vorfeld. Auch weil ich die Entwickler kenne. Die haben nämlich vorher noch keine PC-Spiele gemacht, aber Mobile Games. Und zwar klingt jetzt erstmal, oh nein, wollen wir uns das dann wirklich antun? Doch wollen wir, denn es ist die Galaxy on Fire Reihe und das ist praktisch Freelancer auf dem iPad oder eben auf Mobile. Ich habe es halt auf dem iPad gespielt, ich habe Galaxy on Fire die gesamte Serie gespielt. Nicht alle Spiele durch, ehrlich gesagt, aber ich hatte bei jedem neuen Teil immer wieder Lust, das zu spielen und teilweise habe ich die auch 10, 15 Stunden lang gespielt. Das sind coole Open World, Weltraum, Erkundungs-, Raumkampfspiele mit Rollenspielsystemen und allem drum und dran, wie man das kennt aus der X-Reihe oder eben aus Freelancer und mittlerweile auch aus Everspace 2, das ja auch aktuell in Entwicklung ist und fantastisch ist, wie ich finde, bisher im Early Access. Und ja, jetzt kommt halt von den Galaxy on Fire Machern kommt jetzt dieses Chorus, wieder im gleichen Genre im Wesentlichen. Weltraum, Raumkampf, Action. Allerdings mit ein bisschen mehr Story, mit ein bisschen mehr Inszenierung und relativ kompakt, also auch, sagen wir mal, sozusagen nicht komplett frei, bisschen linearer, soweit ich es gehört habe. Das sage ich vorher, weil manche Leute ja dann manchmal ein bisschen enttäuscht sind, ob der kurzen Spielzeit von Spielen. Mir ist das immer relativ egal. Ich bin ja auch schon berufstätig und habe Familie und so und daher bin ich nicht unglücklich darüber, wenn Spiele jetzt nicht 100 Stunden lang sind. Finde ich auch okay, aber Spiele dürfen auch kürzer sein. Das hier soll 10 bis 15 Stunden lang sein, so habe ich gelesen. Das heißt, wir schauen da jetzt mal, ob wir das komplett durchspielen. Ich könnte es mir aber gut vorstellen, denn ich mag ja solche Spiele eigentlich gern. Ich weiß allerdings noch nicht, ich habe noch keinen Test gelesen. Ich weiß noch nicht, ob es was taugt. Es ist genau jetzt gerade heute erschienen, am 3. Dezember 2021. Kostet 39,99 bei Steam. Das sind die Rahmenbedingungen und jetzt legen wir mal los. Schwierigkeitsgrade gibt es leicht, mittel, das werden wir wahrscheinlich nehmen, schwer und extrem. Ultimative Herausforderung suche ich bei einem Let's Play von einem Storyspiel eigentlich nicht. Permadeath machen wir auch nicht an. Das spiele ich dann vielleicht nochmal in Permadeath, mit Permadeath, wenn ich irgendwelche Achievements holen will, falls das Spiel brillant gut ist. Aber das weiß ich ja einfach noch nicht. So, Untertitel machen wir an, Sprache. Bei einem deutschen Spiel können wir die auf Deutsch stellen, oder? Was meint ihr? Ich glaube schon. Ansonsten hätte ich noch Englisch im Angebot, ne? Könnten wir auch machen. Aber ich nehme jetzt, wir gucken uns einfach mal die deutsche Vertonung an. Es scheint ja so zu sein, als könnte ich das später noch ändern. Weiß ich nicht. Mal gucken. So, wie immer, wenn mit dem Sound was nicht okay ist, wenn euch der Spielsound zu leise oder zu laut ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ich ändere das dann zur zweiten oder dritten Folge. Also ich kann das jetzt dann, ich nehme jetzt erstmal ein, zwei Folgen auf. I'm Nara. Ah, geht direkt los. I wanted peace and safety for people. I wanted chorus. Eternal harmony for everyone. Taught by the great prophet himself. I saw him as the father I never had. He was kind, a healer helping the sick, and a true guiding light for us all. I became his best pilot.
his executioner. My talents and those of other elders were revealed. He taught us to tap into the ether and unleash gifts that lay suppressed inside us. The same powers the menacing faceless harness from inside their void. Nothing was able to stop the power of the circle. Nothing was able to stop me. But then he changed. Something happened, and suddenly no sacrifice was too much. Nimica Prime, a rebellious world, refused the harmonious doctrine of Chorus. An order was given, one which every elder must follow, even if they disagreed. Destroy that planet, Nara. I hesitated. You can refuse, Elder. But I didn't. I gathered all my anger. And billions died. I heard them scream. That day, I left the circle. Turned my ship towards the rift, ready to stop it or die. Keisha died first. Urum soon followed. Awan, my brother in Chorus, was hit. So I left him behind. I left them all behind. And I fled. Time to test that access code. Transmitting. Now. You only have a few seconds to get inside before the security system re-engages. Good hunting. I'm a force in the shadows. How are you doing in there? Relax. I'll bring your AR-1 back. Just bring yourself back. And some Nature power cells for the Enclave. Okay, wir sind im Spiel. Ich kann mich jetzt hier bewegen und rumfliegen. Eine Sache möchte ich noch vorweg schicken. Jetzt durch die Zwischensequenz oder das Intro, es war ja keine Zwischensequenz, Intro-Sequenz. Mir gefällt das Design so von den ganzen Raumschiffen und den ganzen Sachen sehr gut. Und es ist schön düster und gleichzeitig noch ein bisschen farbenfroh. Also das ist bisher alles, ja, sehr gut. Ich möchte das loben. Schießen kann ich auch. Who betrayed them? Never found out. Ja, wir sind also eine religiöse Kriegerin, ja, die in einer Art Dschihad für eine Sekte kämpft, eine Religion, wie auch immer. Und gleich so ein richtiges Schätzchen ist. Sie hat gleich erstmal Milliarden Menschen umgebracht. Okay, es gibt einen Scan-Modus, das Ritual der Sinne. Ja, damit kann ich so eine Art Scan durchführen. You really are one of a kind, Nara. How did you find that? I'm heading deeper, sir. Ich bin halt einfach total cool. Eine Hexe in einem Raumschiff. Zum Einsatz von Ritualen ist Energie erforderlich. Energieleiste zeigt dir, wie viel Energie du derzeit hast. Sammle Fragmente, um deine Energie zu verbessern.
Das sind also, ich habe 3 Energie sozusagen. Und das heißt, ich kann das 3-mal machen. Lädt die sich von alleine wieder auf, oder? Es wirkt fast so. The lock opens. I'm moving on to engineering. Careful, automated security could still be active. Ja, also wir dringen auf jeden Fall hier irgendwo ein. Und es gibt Geschütztürme. Ja, ja, ja. Ist schon recht. Den können wir doch auch einfach platt machen, oder? Kann nicht so schwer sein. Ach, da ist noch einer. Nice shooting. But the section is under lockdown. I'll find a way. Or make one. Make one. Genau, also, ja, ups. Hupsi, ja, sie ist halt nicht die beste Pilotin. Da fliegt sie halt auch mal irgendwo gegen. So, da hinten muss ich irgendwie... wie komme ich da hin? Hier vielleicht? Hup. Ich finde es etwas irritierend jetzt so für den ersten Moment, dass man, wenn man so ein bisschen zur Seite fliegt schon, immer sofort so eine... Rückwärts fliegen kann ich übrigens auch nicht. Aua. Dass man immer gleich so eine... Seitwärtsrolle macht. So, ja, sammle die Energiezellen. Wo sind denn noch mehr? Mehr Energie. Da sind noch mehr Energie. Dann fliegen wir doch da mal hin. So, also haben wir so ein bisschen hier die Tutorial-Mission, wo wir irgendwo eindringen sollen. Was auch immer wir genau jetzt hier finden. Finden wollen. Warum flüstert sie immer so komisch? Es ist so, als würde sie mit sich selbst reden, so ein bisschen im Geist, noch so irgendwie Stimmen hören und sowas. Das behalten wir mal im Blick. Wow. Sieht wirklich cool aus. Okay. Na, dann nehmen wir noch ein paar Power Cells mit. Ja, ich red nur ein bisschen mit mir selber die ganze Zeit, aber sonst ist alles okay. Okay, ich kann boostern. Alles cool. Jetzt fliege ich hier auf den Kopf. Ich meine, ja, ich bin im Weltall. Da gibt es keinen auf dem Kopf, schon klar. Ich werde angegriffen. Au, au, au. Von wo? Also ich ist mir schon klar, dass ich beschossen werde und ich sehe ja auch die Schüsse, aber wo genau? Okay. Ah, Gatling-Kanone. Das verstehe ich noch nicht so ganz, was jetzt eigentlich diese friedliebende Doktrin ihres Kults, bei dem sie da Mitglied war, was das eigentlich sein soll. Also was ist denn das? Ist das jetzt irgendwie so eine Art religiöse Schrift, die irgendwie sagt, habt euch alle lieb, Kumbaya? Oder was sind die da gefolgt? So eine Art Scharia, so göttliche Gesetze mäßig? Sammle die restlichen Energiezellen. Also wir brauchen... Ja, hoffentlich nicht alle, weil hier sind ja dann doch eine ganze Menge. Aber dann immerhin 6. So, die machen wir mal ein bisschen schneller. Ich weiß, ich fliege hier noch ein bisschen unkoordiniert, aber das ist die ersten 10 Minuten von einem neuen Spiel, was man so noch nie gespielt hat. Ja, auch immer ein bisschen wenigstens eine Herausforderung rauszukriegen, wie man das jetzt eigentlich spielt. Get out of there.
Okay, kann ich nicht einfach durch die Wand da rausfliegen? Das ist doch offen. Darf ich wahrscheinlich nicht, oder? Da ist ja schließlich ein extra Eingang oder Ausgang. Dann müssen wir den auch nehmen. Okay, ich kann halt auch einfach durchpreschen. Ich muss nicht kämpfen. Oh. Auf keinen Fall. Spinnt ja wohl. Ich werf doch nicht meine Fracht ab. Ich hab gerade erst schön eingesammelt. Halt's Maul. Kann ich auch, kann man irgendwie aufschalten? Weil irgendwie ist es doch üblich, dass man aufschalten kann. Also, dass ich die Gegner markieren kann, quasi. Ein und dann im HUD sehe, wo der sich gerade befindet. Ich meine, es ist sehr arcadig. Also, falls ihr das jetzt noch nicht mitbekommen habt vom Zugucken, von den ersten paar Minuten, ich spiele es mit dem Controller am PC. Also, es ist jetzt kein extrem realistisches Simulationsspiel. Wupp, 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 wupp. Energien aus der Vergangenheit. Aber wonach sollte ich denn jetzt gerade scannen? Egal. Oh, hier geht's raus, würde ich sagen. Also irgendwie redet sie mit sich selbst oder irgendwie sowas. Also es ist ein bisschen weird. I'm heading back to the enclave. Good job, Nara. Thank you. Vielleicht ist sie auch einfach ein bisschen verrückt. Okay, ich kann. Oh, der Controller geht richtig ab bei dem Spiel. Wartet mal. Also, so sehr ich das auch. Ah, okay, es gibt ein Beherrschungsmenü. Ich kann Verbesserungen finden und so, das gucken wir uns. Rituale, ja, da sind meine Fähigkeiten. Ritual der Sinne, das ist der Scanner, hier sind meine Missionen, hier ist eine Karte, 3D. So, ich wollte aber doch jetzt eigentlich in die Einstellung gehen. Ich habe nämlich vorhin bei der Steuerung eine Einstellung gesehen, Controller, bla bla, Gameplay, Vibration. Die Vibration ist nämlich lächerlich stark. Mir vibriert hier so krass der Controller die ganze Zeit. Ich stelle es jetzt mal auf 40%, das ist immer noch relativ. Er ist immer noch ordentlich, also wow. Okay, das scheint irgendwie so eine Art Minenkolonie zu sein hier. Hey, Scavenger Nara. Ja. I could use some help. Understood. Oh, Nara, you came. I'm listening. It's a quick delivery, but I'd feel safer if someone like you could watch my back and handle things. Sounds like trouble. I'll pay you. Ja, machen wir. Nebenmissionen gehen immer. Where to? Sandwich Outpost. It's not that far. Okay, na dann machen wir mal unsere erste Gleitschutzmission direkt zu Beginn. Aber auch hier wieder, das Raumschiffdesign gefällt mir eigentlich gut. I'll pay him right after this delivery. Ja, auf jeden Fall wird sie dem Piraten ihr Geld zurückzahlen können. Ganz bestimmt diese Frachterpilotin, Schrägstrich scheinbar ja irgendwie Mechanikerin, wenn sie unser Schiff schon mal repariert hat. Ich habe das Gefühl, diese Enklave, zu der Nara jetzt gehört, das ist irgendwie so eine
Flüchtlingskolonie oder irgendwie sowas, ne? Wo sie nur ist, weil sie schlechtes Gewissen hat. Guck mal, wer ist denn da? I have your credit. Almost. I just need to... That story's growing old. Hey now. Or... Nara, can you... maybe... Okay. I'll cover your debt. Ich weiß gar nicht, ob ich Geld habe. We'll see you, Azan. Ich dachte, ich darf sie jetzt abschießen. Join us for another game. Thanks, Nara. You owe me now. I know. My cargo's still at the enclave. It's yours. Follow me. Okay. Ihre Fracht, aber ist sie nicht Frachterpilotin? Heißt das nicht im Normalfall, dass einem die Fracht, die man transportiert, gar nicht gehört? Also außer man ist ein eigener Händler. Also so sehr etabliert ist das jetzt hier noch nicht, wer diese Azan ist, aber wenn sie einfach eine Truckerin ist quasi, dann gehört ihr doch nicht die Fracht. Kann sie mir doch nicht einfach geben. So, das scheint hier irgendwie so eine Art Beschleunigungsding zu sein. Fliegt man dann jetzt automatisch da den richtigen Korridor lang? Sieht so aus. Ja, ich muss es ein bisschen nachkorrigieren. Okay, jetzt sind wir scheinbar da. Was auch immer diese Enklave ist. Wir werden es gleich herausfinden. Schauplatz entdeckt, die Enklave. We made it. Here, it's what you covered. Plus my cut from the delivery job. Wow, das waren deine Schulden? 300 Euro? Maybe. If he decides to trust you again. Beeindruckend. Näherich der Hangarbucht der Enklave. Wo ist das denn? Ist das hier das große Ding? Das. Sav, I'm coming in. Your Naju power cells are all safe. And your landing bay is ready. Irgendwie nicht. Also das war es doch, aber irgendwie hat das Spiel das nicht akzeptiert, weil ich vielleicht nicht im richtigen Winkel reingeflogen bin. Ich bin ja nicht von hier vorne gekommen, sondern von der Seite so. Vielleicht muss ich das eher so machen. Ich finde aber gut, dass hier wenigstens mal die Entfernungen vernünftig sind für ein Weltraumspiel, dass die Sachen halt wirklich mal einen Kilometer weg sind, wenn sie, dass das einfach große Strukturen sind. Finde ich gut. What's the real story? Why those energy cells, Sav? We've had a lot more refugees lately. Things are shaking up back in Cold Space. You're preparing for a cult attack? Could be nothing. Keep this between us. Okay, also im Hangar können wir unser Schiff upgraden und so weiter, Waffen kaufen, Konfigurationen ändern. Im Laufe der Story gibt es dann mehr Zeug hier, mehr Ausrüstung. Okay. Always. Cool, Schiffstruktur. Das ist also mein Schiff. Aha, aha, aha. Interessant. Aber das ist doch nicht das Schiff aus den Trailern und so. Das ist doch so ein schwarzes Tarnkappenschiff und auch aus dem Intro. Also ich denke mal, ihr Raumschiff ist doch ein anderes. Das ist doch hier irgendwie nur... Das ist doch nur Quatsch hier. Das ist doch kein richtiges... Was ist das jetzt hier? Kann ich jetzt hier was machen? Ich kann das jetzt upgraden, oder was? Ah... Okay. Und für 400 Credits könnte ich es noch weiter upgraden. Aber da kriege ich halt mehr Lebenspunkte. Okay, ich habe jetzt hier eine Gatling. Ich könnte jetzt hier noch eine deutlich bessere Gatling. Ihr seht oben rechts, wie die Schaden pro Sekunde nochmal knapp ein Drittel besser ist. Aber ich habe natürlich nicht so viel Geld. Ich habe nur 775... Credits. Diese Durchbruch bei den Deflektoren, dank erhöhter Stabilität, kannst du volle Schilde länger aufrechterhalten. Auch diese Angriffstechnologie, höheren Schaden zu... Ja, machen wir mal höheren Schaden. Finde ich gut und das reicht ja dann auch. So. Hangar verlassen. Ich würde sagen, wir bleiben noch im Hangar und... oder? Fliegen wir wieder raus. Wir fliegen wieder raus. Komm. Keine Lust, hier im Hangar rumzusitzen.
Aber jetzt reden wir doch eigentlich, jetzt müssten wir uns doch irgendwie treffen mal mit jemandem, oder? Fliegen wir jetzt wieder los, wir fliegen direkt wieder los. Nara, die lebt im All, ja. Sie ist eine Frau des Weltraums. Nara, Raumstation hat sie nichts verloren. Discretion. We have a lost shipment, sensitive cargo. And my wife asked for you. What does Rhee need? It involves a missing ship. She'll tell you more when you get there. All right. Sav, he thinks his secrets are protection. Echt interessant, was es jetzt genau auf sich hat mit diesen Selbstgesprächen. So, ich kann wieder das Ritual der Sinne machen. Das ist schön, vor allen Dingen, weil das dann alles irgendwie markiert. Sav, any priorities? Your choice, Nara. So, also ich kann jetzt Nebenaufgaben machen, ich kann Hauptmissionen machen. Gibt viel zu tun. Das verschollene Schiff, das ist dann die Mission, die er gerade erwähnt hat. Heikle Fracht. Auch das klingt jetzt ehrlich gesagt genauso. Naja gut, wir werden uns mal bis zur nächsten Folge, werde ich mir mal überlegen, was ich jetzt mache. Und dann sehen wir uns in Folge 2 von Chorus wieder. Ihr schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was es mit diesen Selbstgesprächen auf sich hat, die die gute Nara hat. Und ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr uns ein Abo da lasst. Denn dann findet ihr unsere Videos leichter. Und ich freue mich, weil ich freue mich über jedes Abo. Möchte endlich mal dieses Jahr noch vielleicht, naja, wahrscheinlich nicht, die 2000 Abonnenten knacken. Das wäre schön. Und wenn nicht, dann schaltet einfach wieder ein. Ihr müsst doch nicht abonnieren. Ich bin euch nicht böse. Gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.